Letztes Mal in Planet Zoo, der in der Nähe eines schon seit langem inaktiven Vulkan, ja, Java-Update, danke schön. Und nun zurück in die Tierwelt. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Planet Zoo und in unserem Krater-Safari-Park. Ja, es gab einen Patch und es gab ein DLC. Ich habe das DLC, ich habe den Patch, logischerweise. Die Arktik-Sachen werden wir uns dann gegebenenfalls in passenden Szenarien anschauen. Mal gucken, wann wir da das erste erreichen können. Hier haben wir jetzt erstmal andere Ziele zu erreichen, nämlich 1400 Gäste. Und wir müssen auf jeden Fall auch zusehen, dass wir beginnen, ein bisschen Geld zu machen. Und naja, da habe ich mich alles in allem mal ein bisschen umgeschaut, auch im Forum nochmal. Einerseits kriegen wir über den Patch jetzt Informationen über die, nicht Darlehensrückzahlung, Zoo-Ticket-Rückerstattungen. Und nicht zufrieden mit dem Besuch, keine Angabe. Wir müssten aber im Gästebereich jetzt ein paar Informationen darüber bekommen. Eigentlich über die Gedanken der Gäste. Kann natürlich sein, dass das jetzt noch nicht hier drin steht, weil... Was, der Zoo ist das Letzte? Das ist aber frech. Gut, ich wünschte, ich könnte einen Imbissstand finden. 0%, das ist, ja, hier ist einiges mit 0%. Ich habe jetzt gleich Pause gemacht, nachdem das Szenario geladen war. Dementsprechend kann es sein, dass das noch nicht aktualisiert ist. Hier haben wir dann verbrechensmäßig so ein bisschen was. Hier können wir erstmal alle kaputten Mülleimer ersetzen. Und hier auch alle neu platzierbaren Zoo-Objekte. Hier geht es um die Kriminalitätsrate. Wir müssten vielleicht wirklich gucken, dass wir eine höhere Gästezufriedenheit insgesamt bekommen können. Damit unser Zoo besser läuft. Es ist nämlich wohl auch so, dass jede Gästegruppe... Ja, kann man hier mal reingucken. Ich glaube, hier irgendwo gibt es Informationen über die Gruppe. Genau. Ist es so, dass die nur eine bestimmte Zeit haben, im Zoo sich aufzuhalten und dann, egal ob sie alle Tiere, die sie sehen wollten, gesehen haben oder nicht, nach Hause gehen. Das heißt, wir sollten mal ein bisschen drauf achten. Es gibt nämlich tatsächlich auch Refunds dafür, dass sie nicht alle Tiere sehen konnten. Und das finde ich ein bisschen daneben, um ehrlich zu sein. Ja, wenn dein Zeitmanagement nicht ausreicht und du nur, was weiß ich, 2-3 Stunden für deinen Zoobesuch in einem großen Zoo eingeplant hast und sie kannst dann nicht alle Tiere ausgiebig sehen. Kein Zoo wird dir dafür eine Rückerstattung geben. Also das finde ich ein bisschen heftig. Also das ist eine Sache, die ich mir rausgezogen habe. Eine andere Sache ist, dass tatsächlich auch irgendwie ganz, ganz viele Leute mit den Ausgaben für das Tierfutter echt Probleme haben. Ja, bei uns sind es eher die Lohnkosten. Gut, aber da schauen wir nachher nochmal gleich rein, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist. Steuern. Für Wegbereiche und so weiter haben wir nichts. Für Gehegebereiche aber. Okay. Gut. Wir müssen auf jeden Fall aber mal gucken, wie es denn aussieht mit unserer Safari-Tour hier. Ob die überhaupt Gewinne abwirft. Weil ich habe nämlich das Gefühl, die kostet uns hauptsächlich Geld. Ja, das sieht doch stark danach aus. Dann müssten wir wirklich mal schauen, ob wir nicht sagen könnten, wir erhöhen die Preise ja doch mal ein bisschen auf 15 Dollar in dem Fall. Und das bei der anderen Station dann auch. Das geht nämlich nicht automatisch, ne? So, das muss man einzeln machen. Finde ich auch ein bisschen seltsam, ne, dass das nicht angepasst wird. Auf der anderen Seite ist der eine Teil der Fahrt auch deutlich länger als der andere, habe ich den Eindruck. Aber gut, dem ist dann eben fürs Erste so.
Und wir müssen auf jeden Fall auch schauen, wie es denn aussieht mit den Gästebedürfnissen, und zwar Energie und Hunger. Und Hunger und Durst, so rum, nicht Energie und Hunger. Und Hunger haben auf jeden Fall doch so einige. Und Durst auch jede Menge. Ich fürchte nämlich auch, wir haben hier zu wenig Shops. Und das ist nämlich auch so ein Ding. Wenn unsere Gäste zu lange an Shops anstehen müssen, dann brauchen sie mehr Zeit in Queue-Lines. Die Zeit geht eben von ihrem Besuch ab und dann können sie weniger Tiere sehen und gehen eben auch unzufrieden nach Hause. Das ist ein Punkt, den kann ich irgendwo nachvollziehen, wenn die Warteschlangen zu lang werden, dass man dann hingeht und sagt, naja, das ist nicht toll. Ja. Das kann ich soweit verstehen. Und da hätte man hier doch eigentlich direkt Platz, noch einen Laden hin zu platzieren, oder? Ich kann das natürlich hier an der Stelle nicht bearbeiten. Ansonsten hätte ich das glatt mal gemacht. Könnten wir gegebenenfalls... Wir können halt hier nirgends was bearbeiten. Die sind alle fest vorgegeben, die Gebäude. Da können wir nicht noch irgendwie Läden reinstellen. Das ist ein bisschen schade. Was hat es denn eigentlich hier unten mit auf sich? Kann man da, können da Gäste durchgehen? Ach so, nee, das ist die Station. Alles klar, und oben drüber ist dann der Weg. Ja, ich verstehe. Gut, dann müssen wir uns mal was ausdenken, was wir da machen, gerade was Läden betrifft. Hier sind jede Menge Toiletten, meiner Meinung nach sogar zu viele. Das ist eigentlich totaler Käse hier, so viele Toilettenhäuschen zu haben. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Kann ich da nicht eventuell wenigstens mal zwei schließen, damit wir da weniger Betriebskosten haben? Weil das scheint mir wenig Sinn zu machen hier an der Stelle. Gut, hier kann man durchlaufen. Naja gut, das geht hier außen ums Gehege rum. Führt ein bisschen hinter zu diesem Mitarbeiterweg. Ah, hier hinten ist doch eigentlich gar nichts. Wieso? Und hier schwebt eine Überwachungskamera in der Gegend rum. Okay, interessant. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Aber warum man hier überhaupt einen Weg hat, wenn da doch ein Tor ist? Gute Frage. Es sind auf jeden Fall auch einige Läden hier nicht besetzt. Ne? Das ist ein Infozentrum, das hier dann dementsprechend wohl auch. Und dann müssen wir uns nochmal umschauen, was wir sonst noch an Läden haben. Ich fürchte nämlich, dass das hier unsere einzigen Shops sind. Insofern könnte das natürlich zu gering sein. Ne, hier haben wir noch welche. Aber die sind auch nicht alle besetzt. Haben wir sonst noch irgendwo Shops? Hier hinten vielleicht noch? Hier ist die zweite Station. Oh, hier ist auch ziemlich dreckig. Nee, das war's an Shops an der Stelle. Und hier steht, glaube ich, auch nicht mehr viel. Gibt es hier nur Infozentren oder... Nee, hier gibt es auch Getränke und Futter. Okay, dann müssten wir auf jeden Fall als erstes dafür sorgen, dass die alle offen bleiben. Und da können wir auch bei der Gelegenheit gleich mal schauen, wie es um die Arbeitsbereiche aussieht. Entrance Area. Da sind auf jeden Fall auch mehr als genug Leute eingestellt, habe ich das Gefühl. Ja, wir haben ja hier echt 26 Mitarbeiter. Wie sieht denn der Arbeitsbereich aus? Okay. Das sind alle drei von diesen großen Gehegen hier. Und hier quasi sämtliche Gebäude in dem Bereich. Das ist viel. Was ist denn das hier hinten eigentlich für ein Gehege? Was haben wir denn hier drin? Das ist ein separates Gehege. Das ist mir noch gar nicht so richtig aufgefallen. Afrikanische Wildhunde. Okay. Die sind mir tatsächlich noch nicht aufgefallen. Da müssen wir ja noch Infotafeln hinstellen. Würde ich sagen. Ja, dann machen wir das doch jetzt direkt mal. Also das brauchen wir auf jeden Fall.
Müssen wir mal schauen. Erstmal wieder die Heatmap ausmachen. Immer noch ein bisschen optimieren hier, weil ich glaube, sonst wird das nichts. Ich möchte mal gerne das Snapping aushaben. Danke. So, dann einmal hier hin. Und das Ganze dann nochmal hier drüben. Gut, da haben wir hier den afrikanischen Wildhund und hier auch. So, ich hoffe, dass das jetzt nicht als falsch erkannt wird. Inkorrekte oder nicht zugewiesene Infotafel, das ist aber Käse, weil das sind doch die Wildhunde. Ach, das nervt schon wieder. Naja, dann nehmen wir es halt wieder weg. Dann machen wir es eben doch wieder anders und stellen einfach so eine Infotafel hier hinten hin, wenn es denn unbedingt sein muss. Also ich finde es schade, dass er das an der Stelle nicht erkennt, dass die nah genug dran sind und dann entsprechend das als in Ordnung deklariert. So, und jetzt hat er hier keinen Strom, ne? Doch hat er. Wahnsinn. Gut, hier wird mir der afrikanische Wildhund auch direkt angeboten. Der sollte, genau an der Stelle passt es nämlich. Interessant, na gut. Die Frage ist jetzt, brauchen wir mehr Shops oder nicht? Wie sieht es denn aus bei unseren Mitarbeitern? Wir haben insgesamt, jede Menge Tierpfleger, aber so richtig viele. Und einiges noch voll ausgebildet. Und kosten uns eben auch entsprechend Geld. Wenn ich den mal auswähle, wie weit kann ich denn theoretisch runter? Ich kann gar nicht mehr runter. Das ist, ja, das ist nicht optimal. Aber unseren einen Azubi könnten wir mal noch ausbilden lassen. Beziehungsweise bei denen, wo es geht, die lassen wir mal noch ausbilden, solange wir noch Geld haben. Unser Sicherheitsdienst ist überhaupt nicht ausgebildet. Das holen wir auch direkt mal nach. Und unsere Verkäufer auch nicht. Bei denen mangelt es wahrscheinlich am meisten. Dann schrauben wir erstmal die Verkäuferausbildung hoch, bevor wir neue einstellen. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, es sind mehr als genug Verkäufer da, aber aus irgendeinem Grund arbeiten die nicht so effizient, wie sie arbeiten könnten. Macht hier an der Stelle auch Sinn, weil es sind jede Menge auf jeden Fall. Also es kann mir keiner erzählen, dass das nicht reicht. Und unsere Tierärzte müssten wir vielleicht auch mal ausbilden. Die meisten sind halt im Eingangsbereich angestellt. Das ist der Secondary Food Court, okay. Mitarbeiterräume, einer davon ist geschlossen. Macht das Sinn? Könnte schon Sinn machen an der Stelle. Nicht zugewiesene Mitarbeiter. Ist ja erstmal grundsätzlich nicht so schlimm. So. Und dann sollten wir an den Tieren, die wir haben, mal forschen. Zumindest mal beginnen. Und hoffen, dass es uns was bringt. Hier Technikforschung machen wir natürlich auch mal. Würde ich aber vorschlagen. Was erforscht man denn da? Mitarbeitereinrichtung, macht das Sinn? Großes Forschungszentrum? Nee, eigentlich nicht unbedingt. Was haben wir denn noch so? Imbissstelle, achso, ist abgeschlossen. Design Arktis könnten wir jetzt sogar schon erforschen. Das ist das DLC-Set. Barrieren
würde uns das was bringen? Na komm, da lassen wir mal einen dran forschen. Und vielleicht einen weiteren. Achso, das sind Gehegebaupläne. Na gut, die brauche ich eigentlich nicht. Das andere sind Designs. Mehr Transportfahrgeschäfte muss ich eigentlich auch nicht unbedingt haben. Ja gut, dann setzen wir einen noch auf Rückzugsorte und Klettermöglichkeiten. Und belassen es erstmal dabei. Jetzt sind wir auch schon auf Forschungsstufe 6. Also das ist eigentlich alles. Wobei, das, wenn das schon so hoch ist, dann vielleicht lieber bei den Elefanten forschen. Weil die haben die niedrigste Forschungsstufe. Ich würde sagen, das macht jetzt an der Stelle vielleicht den meisten Sinn. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir den Zoo hier weiterhin auf Vordermann bringen. Ich könnte allerdings trotzdem mal hingehen und könnte es mal mit Marketing probieren. Die Frage ist, Familienprogramm, hä? Start mal im Familienprogramm. Und eine Online-Kampagne. Virale Videos. 7,5 im Jahr. Wir kämen auf 8,5, wenn wir hier noch Zeitungswerbung machen. Machen wir mal trotzdem noch. Ist zwar jetzt relativ teuer, aber vielleicht bringt es uns wenigstens die Gäste, die wir benötigen. Und die Frage ist jetzt eben auch, was denken unsere Gäste so? Da müssen wir echt mal jetzt abwarten, was da jetzt im Verlauf so rauskommt, jetzt mit den neuen Algorithmen für die Gästegedanken. Weil der Patch hat ja schon sehr viel verändert, der hier kam, der 1.1. Ja, der kam ja jetzt parallel zum DLC. Das ist ja schon nicht ganz uninteressant. Vielleicht hat sich da ja jetzt doch ein bisschen was getan. Was bist denn du eigentlich? Du bist ein Just a Momento. Okay. Weil ich habe auch irgendwie am Rande mitbekommen, es macht auch Sinn, Karten zu verkaufen. Audio Guide und ich weiß es gar nicht. Im Prinzip Zoo-Karten, also Parkkarten. Zur Orientierung. Scheint dann wohl so zu sein, dass die wohl sich besser zurechtfinden und deswegen eher mal alles schaffen, was sie sich vornehmen. Deswegen auch zufriedener wieder heimgehen. Schon mal gucken, ich war da nicht, um so mit Mitarbeitereinrichtungen anzusehen, Zeit nach Hause zu gehen. Negativ ist, ich habe Durst. Ein Preis für das Ticket, des Zoos ist fair. Hm. Wir haben kommende Marketingaktion gestartet und schon geht die Besucherzahl runter. Das ist natürlich jetzt wieder sehr, 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 sehr beruhigend. Wie sieht es denn hier jetzt aus? Gäste pro Jahr 8. Ja, das ist jetzt aber auch nicht viel. Aber wir kriegen jetzt potenzielle Einnahmen. Also wir scheinen jetzt zumindest mal ein bisschen Gewinn zu machen. Ich sehe es gerade, das ist ja unser Umsatz. Die Betriebskosten sind bei 4.400. Das heißt, unser Gewinn ist immer noch bei minus 3.400. Was an sich jetzt überhaupt nicht so prall ist. Aber die stehen jetzt auch nicht unbedingt Schlange für die Safari-Tour, ne? Na doch, ein paar stehen da schon an. Durchaus. Habe ich wirklich so wenig Besucherdurchsatz? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich glaube, das müssen wir sich jetzt einpendeln lassen. Da dürfte wahrscheinlich einiges jetzt erstmal neu berechnet werden. Aber jetzt geht zumindest unsere Besucherzahl wieder hoch. Und ja,
kommt noch ein bisschen was gelaufen. Schauen wir mal, wie sich das ausgeht, weil die bringen natürlich auch wieder frische Energie und frisches Geld mit. Ich weiß noch nicht, was ich davon hier halten soll. Warum die alle hier hinten rumrennen. Verstehe ich jetzt wenig. Scheinen doch jetzt wieder ein bisschen Geld zu machen. Wir gehen ins Plus, aber warum? Das müssen wir am Ende mal beobachten, ob wir plötzlich weniger Ausgaben haben oder plötzlich mehr Einnahmen. Ich vermute fast eher die Einnahmen. Müssen wir mal drauf schauen. Ansonsten könnten wir höchstens hier hinten noch ein weiteres Gehege aufbauen. Wäre das eigentlich ein späteres Ziel? Lasse 4 beliebige Gehegetierarten in die Wildnis frei. Züchte 6 neue Gehegetiere unterschiedlicher Arten. Erhöhe die Bildungsbewertung auf 1,7 Sterne. Nimm 2 neue Geparde auf. Geparde haben wir noch nicht, soweit ich mich entsinne. Oder? Müssen wir mal gucken in unsere Tiere. Was ist denn hier eigentlich? Grüner Insel-Leguan? Wo bist denn du? Ach, wir haben einiges an Vivarien hier. Okay. Wir haben nur ein Vivarium. Das könnten wir doch als erstes ausbauen, oder? Warum eigentlich nicht? Aber wir könnten auch direkt ein paar Spendenbüchsen hinstellen. Na? Weil hier stehen noch gar keine drin. Das würde sich gegebenenfalls auch anbieten. Ach Mensch, was mache ich denn hier? Gästeeinrichtungen ist es doch. Vielleicht eine hier. Eine hier hinten und dann eine hier. Und dann könnten wir mal gucken, ob wir noch entsprechend Vivarientiere bekommen können. Können wir. Das könnte sich gegebenenfalls lohnen. Dann nehmen wir einmal das Weibchen und einmal hier dieses Männchen. Wir haben nämlich auch genug von dieser Blätterwährung. Und dann, was gibt's denn noch so Schönes? Eine Goliath-Vogelspinne, Goliath-Frosch, Goliath-Frösche vielleicht. Haben wir da was Schönes? Oh, hier sogar Gold. Dann nehmen wir mal das Männchen und dann brauchen wir noch ein brauchbares Weibchen dazu. So, da haben wir schon mal 2. Wir brauchen aber noch einen dritten. Den grünen Insel-Leguan haben wir schon. Riesenbockkäfer oder eher eine Texas-Klapperschlange? Ich wäre eher für die Schlange. Dann nehmen wir mal die beiden auf. Dann gibt man wenigstens kein Geld aus. Und dann brauchen wir die 3 Vivarien. Kann ich hier natürlich auch nicht editieren. Das heißt, das müssen wir jetzt hier per Augenmaß reinsetzen. Vielleicht so in etwa. So, also noch eins können wir da aber jetzt nicht direkt mit dran anschließen. Nee, nee, das beende ich jetzt erstmal. Danke. Und dann schauen wir mal, ob wir hier eins schön mittig reinbekommen. Also theoretisch ja. Praktisch kriegt man es nicht gescheit angeschlossen, wie es aussieht. Da müssen wir was mit den Wegen machen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall was mit den Wegen machen. Die nehme ich hier rundum einfach mal spontan weg. Wähle mir das hier wieder aus. Wo kann ich denn jetzt hier? Gebäude.
Das war eigentlich so nicht der Plan. Aber gut, dann stellen wir uns halt einfach ein weiteres hier hin. Nützt ja dann alles nichts. Wieso bildet denn sich da drüben ein Geländer? Das verstehe ich nicht ganz. Ah, das sieht jetzt alles nicht so schön aus, aber was will man machen? Fehlgeformter Wegabschnitt. Ich fehlforme dich auch gleich. Und das hier kann vor allem mal weg. Was ist denn los hier? Breite 4 Meter, danke. So, dann nehmen wir den Weg auch noch weg. Also, das war jetzt eher minder erfolgreich hier, das Ganze. Habe ich so den Eindruck. Ja, das klappt doch so nicht. Was soll denn das? Also, du erstmal weg, du wieder weg. Und du kommst auch wieder weg. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt nehmen wir mal die Wege hier weg. Und dann müssen wir auf jeden Fall mal hin. Was hat er denn jetzt gemacht? Nee, passt soweit. Ja, genau, passt. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall mal hinschauen. Also das wäre hier das Gebäude. So. Und dann müsste ich eigentlich hier. Wenn ich. Kann ich das duplizieren? Das kann ich duplizieren. Dann machen wir das doch auf die Art. Wieso kann ich denn das hier nicht hinstellen? Das ist blöd. Hier muss auf jeden Fall aber erstmal der Weg wieder weg. Ja, geh mal weg. Genau. So. Achso, und hier liegt es wohl auch am Weg. Ist wahrscheinlich. Dann nehmen wir den auch erstmal weg. Und den hier auch. Das ist nämlich Unfug. Und dann duplizieren wir uns das hier hin. Müssen wieder raus, weil jetzt hat es natürlich ja wieder blöde Wege hingestellt, die kein Mensch will. So, und jetzt duplizieren wir uns das hier rüber. Jetzt müsste das zumindest mit den Wegen erstmal so weit passen. Und dann kann ich hingehen und im Raster Wege setzen. Da wird man dann noch eine Verbindung reinkriegen. Hier irgendwie nicht, aber hier. Na gut, das kriegt man dann hin. Hier passt noch ein Stückchen Weg hin. Das können wir nachher anschließen. Das können wir nachher anschließen. Das auch. Hier ist es auch fast durchgängig. Ja, genau. So. Jetzt gucken wir mal, dass man. Ah, hier ist das Problem. Du gehst wieder weg. Danke. Ja, ich möchte den Weg gerne hier vorwärts führen. Danke. Wieso komme ich denn hier nicht? Ah, jetzt ging es gerade. So, dann einmal hier ran. Auf die Seite kommen wir nicht ran, nicht gescheit. Die anderen Seiten dürften schon passen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier eine Verbindung schaffen können. Ist auch wieder so ein bisschen seltsam, also. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also Wege konstruieren ist wirklich manchmal eine mittelschwere Katastrophe. So leid es mir tut, aber es ist einfach so. So, dich schieß mal hier an. Das hat ja Gott sei Dank geklappt. Und genau, dich schieß mal da draußen und hier an. Dann können wir endlich unsere Tiere, die wir gekauft haben, platzieren. Und wir sollten mal Pause machen, denn wir verlieren schon wieder einen Haufen Kohle. Was ist denn jetzt? Ach nee, Vivarienhandel.
So, die Texas-Klapperschlange. Die gehen hier rein. Die brasilianische Vogelspinne geht da rein. Und der Goliath-Frosch geht bitte hier rein. Die heißen jetzt halt alle Leguan. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, die heißen jetzt alle Leguan. Hier wird aber drin sein Goliath-Frosch. Das müssen wir noch ändern. So, das ist jetzt der Goliath-Frosch. So, was eventuell aufgrund der... Kann das Vivarium nicht erreichen? Ja, die neuen Vivarien. Oh, Entschuldigung. Müssen wir natürlich noch in den Arbeitsbereich mit einfügen. Hier haben wir, was haben wir denn hier? Die brasilianische Riesenvogelspinne. Eine Vogelspinne. Und hier haben wir die Texas-Klapperschlange. So, und hier brauchen wir eine geringere Temperatur. So um die 30 Grad, ja? Ja. Und die Luftfeuchtigkeit muss runter. Vermutlich auf unter 50%. Nee, 50% scheint mir gut zu sein. Whoopsie. Okay, dann hier brauchen wir... Na, da machen wir mal 28 Grad draus, weil viel Spielraum scheint es hier nicht zu geben. Feuchtigkeit ist okay. Lassen wir auf 70%. So, hier... Gehen wir mal hoch auf 80%, das sollte genügen, jawohl. Und Temperatur ist mit 30 Grad eigentlich okay. Dann passt das soweit. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall... Ist das so? Wissen Sie das? Hier forschen gerade zwei. Hm, alles klar. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Tierarzt kann das Gehege nicht erreichen. Warum denn nicht? Scheint doch zu funktionieren. Das kapiere ich jetzt nicht. Tierarzt und Techniker können das Gehege nicht erreichen. Keinen erreichbaren Mitarbeiterraum. Das ist natürlich nur mittelprächtig gut. Wir sollten auch mal die Marketingkampagne wieder einstellen. Das kostet alles zu viel Geld, habe ich das Gefühl. Das klappt nicht. Anhalten. 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 So. Ah ja, was hier los ist. Tierpfleger schlägt Alarm. Ja, mag ja sein. Wie geht's denn den Tieren selbst? Also es gibt zumindest jetzt bisher keine großen Probleme. Aber trotzdem, Ja, ich habe Durst. Erhöht sich. Pipshot Water sieht voll aus. Das ist nicht so besonders gut. Prozent denken das wegen der Mitarbeitereinrichtungen. Wahrscheinlich, weil die hier unten drunter sind. Das ist aber blöd. Ich meine, ganz ehrlich, ich verstehe das. Was? Wieso? Ach so, nee, das sind meine Mitarbeiter. Ich wollte sagen, wieso können Gäste einfach hier runterlaufen, aber ist ja gar nicht so. Ja, das liegt an diesem Generator da unten. Das ist so. Okay, dann schauen wir mal weiter. Viel Müll vorhanden.
Ja, wo ist denn überall viel Müll? Ja, hier überall ist überall viel Müll. Was ist denn mit unseren Reinigungskräften? Vielleicht sollten wir doch noch die eine oder andere, also erstmal die eine oder andere besser ausbilden hier. Und dann doch noch ein paar Zoopfleger einstellen, die frei rumlaufen. Denn ich habe so das Gefühl, die kommen mir einfach auch nicht hinterher. Und das mit den Arbeitsbereichen einrichten ist ja dann an der Stelle auch immer so eine Sache. Gut, schauen wir mal. Oh je. Ja, dann würde ich sagen, zurück zu unseren Vivarien. Wir brauchen nämlich in dem Arbeitsbereich, wo die jetzigen drin sind. Wo waren die jetzt nochmal wieder? Wo waren das Vivarien-Gebäude? Das war doch irgendwo hier hinten, oder? Da bin ich jetzt blöde. Ah, hier war es doch. Oder irre ich mich? Nee, das war's hier. Genau. Okay, welcher Arbeitsbereich bist denn du? Gibt's hier überhaupt einen? Ja, das ist in einem anderen Arbeitsbereich. Ah, Secondary Area ist das. Mhm. Okay. So, jetzt sind alle Vivarien da drin. Denke ich doch mal. Oder? Ja, hat er sich gemerkt. Wunderbar. Und da müssten wir aber vielleicht von dem Techniker auch das Ding noch mit überwachen lassen. So, und das Ding hier auch, das ist nämlich auch in keinem, das ist, was ist denn das, Food Court? Ja. Gut. Ah, mal gucken, ob uns das weiterbringt. Ich habe zwar noch ein bisschen Zweifel, aber man weiß ja nie. Auf jeden Fall sollten die jetzt in der Lage sein, sich hier drum zu kümmern. Wir brauchen halt nur noch ein paar Infotafeln. Die müssen wir hier noch mit ranstellen. Ja, die Kamera ist manchmal auch ein bisschen... Gut, jetzt schauen wir mal, dass wir hier überall entsprechend das drauf kriegen, was da drin ist. Hier haben wir einen Goliath-Frosch. So, das ist ja schon eingestellt hier vorne. Dann brauchen wir noch den Kollegen hier. Du bist die Riesenvogelspinne. So, und du warst die Texas-Klapperschlange. Dann hoffe ich mal, dass uns das hier ein bisschen Geld bringt. Ansonsten gehen wir nämlich gleich schon wieder pleite. Da hätten wir den nächsten Zoo zugrunde gerichtet, den wir diesmal nicht mal von Grund auf selbst aufgebaut haben. Das wäre ärgerlich. Und wenn uns das jetzt wieder passiert, dann weiß ich auch so langsam ehrlich gesagt nicht mehr so ganz, wie das hier mit diesem Let's Play... dieser Kampagne weitergehen soll. Aber die Zufriedenheit scheint ein bisschen zu steigen. Das Geld fängt sich langsam und Gäste sind auch wieder ein paar unterwegs. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich in der nächsten Folge rausfinden, ob die Vivarien uns wenigstens das erste Ziel dazu verhelfen, das erste Ziel zu erreichen. Wir werden sehen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Danke euch fürs Zusehen. Und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!